Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Ihr dehnt euch weiter aus. Übersetzt von Altana. Seid gegrüßt. Wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Es ist wichtig, dass ihr alle erkennt, dass ihr einen sehr langen Weg zurückgelegt habt. Es ist unmöglich für euch, in eurer Evolution rückwärts zu gehen. Und wir wollen feiern, wie weit ihr gekommen seid, indem wir erkennen, dass ihr so viel mehr Quellenenergie in eure gegenwärtige Dimension bringt. Deshalb könnt ihr niemals wieder zurückgehen. Ihr greift wegen der Härte der Realitäten, mit denen ihr konfrontiert seid, auf so viel mehr Quellenenergie zu. Und ihr seid für die Expansion verantwortlich, die nicht nur in eurer Welt, sondern auch im Universum stattfindet. Wo die größten Herausforderungen liegen, ist genau dort, wo die größte Expansion stattfindet. Ihr seht, ihr müsst zuerst die Quellenenergie herbeirufen. Und das tut ihr, indem ihr unter harten Bedingungen lebt. Und dann müsst ihr diese Quellenenergie fließen lassen. Und das tut ihr, wenn ihr euch entspannt und sie einlasst. Und dann erlebt ihr den neu erweiterten Zustand eurer Welt. Ihr erfahrt den neu erweiterten Zustand eures Bewusstseins. Für euch läuft jetzt alles reibungslos, egal wie es aussieht. Die Wahrheit ist, dass ihr die Wesen an der Macht, die jetzt an der Macht sind, braucht, um genau das zu tun, was sie tun, weil sie diese Minderheit repräsentieren und diese Minderheit muss laut sein, um den gewünschten Effekt zu haben. Ihr seht, dass ihr immer noch mehr von dieser Quellenenergie durch euch selbst hindurchziehen lassen müsst und der einzige Weg, sie herbeizurufen, ist, die Erfahrungen zu machen, die ihr von den wenigen, aber mächtigen habt, die immer noch dieses dreidimensionale Spiel des Opfers und Täters spielen wollen. Aber wenn ihr mehr von der Quellenenergie erreicht, die ihr wirklich seid, und eure Aufmerksamkeit auf das richtet, was ihr erschaffen wollt, dann nehmt ihr eure Macht zurück. Wenn ihr nicht zustimmt, das Opfer zu spielen, dann hat der Täter nichts zum Spielen. Und während ihr weiterhin zulasst, dass mehr Energie der Quelle in eure Dimension fließt, bringt ihr euch weiterhin zu jener Türschwelle der fünften Dimension, wo ihr alle eure wahre Kraft, die von innen kommt, die Kraft der Quelle, erkennen werdet. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.